Wir durften ja nach den Anfängen des in Maschkolonitz und das TC gehen, so weiter, Privatwohnen, musste aber jeden Samstagvormittag zum Appell in der Kaserne erscheinen. Und an diesem Tag wurden wir alle durch Boten und Telefon beordert, sofort in die Kaserne zu kommen. Wo uns nichts gesagt wurde, es wurde uns nur gesagt, wir durften bis auf Weiteres die Kaserne nicht verlassen. Und dann, nachdem so ungefähr alle da waren, sagte der Kompaniechef, dass an der Universität zwei Studenten verhaftet worden seien wegen angeblich hochverräterischen Umtrieben. Eine davon sei ein Mitglied unserer Kompanie und wir durften die Kaserne nicht verlassen, bis die ganze Angelegenheit geklärt sei. Nun muss ich vorausschicken, dass wir untereinander sehr oft nicht zu diesem Appell erschienen und dass die anderen, die da waren, immer hier gerufen haben, wenn der Name aufgerufen wurde. Und einer von denen, die auch hier riefen, war Fort Wengle, und den ich bereits erwähnte. Und wer nicht da war, war Schmorell. Und mir wurde sofort klar, dass was los war, dass die Verhafteten eigentlich nur Scholl und seine Schwester sein könnten. Und ich ging zum Kompaniechef und er fand eine Geschichte, sagte, ich weiß, dass der Kompaniechef sagte, wenn jemand irgendwas weiß, wo jemand sein könnte, soll er sich melden. Ja, der Schmorell habe sich ein Zimmer auf dem Lande gemietet, wo seine Wirtin kein Telefon hat, damit er ungestört von den Bomben studieren könne. Wenn er mich rauslässt, würde ich sofort mit dem Fahrrad dahin fahren und den bringen. Daraufhin bekam ich also Erlaubnis, die Kaserne zu verlassen und bin sofort in die Praxis von Schmorells Vater gefahren, wo dann auch tatsächlich der von mir erwartete Gestapo-Beamte im Warteraum saß. Und ich traute mir das, weil ich wusste, dass unter dem Gesetz Soldaten Privatärzte, Zivilärzte aufsuchen durften, falls sie das selber bezahlen. Also das war also technisch, juristisch möglich. Und dann wurde ich also reingelassen ins Sprechzimmer. Und der gute Vater Schmarell hat dann, er war Orthopäde, hat dann mit dem Hammer auf den Amboss unentwegt gehämmert, so als ob er irgendwelche Einlagen und sonst was macht, damit der draußen das nicht hören kann. Und ich habe ihm gesagt, wissen Sie, er wusste natürlich bereits, dass sein Sohn verhaftet ist, dass sein Sohn gesucht hat. Falls es dem Alex gelingt, sich auf irgendeine Weise direkt oder durch Mittelmänner sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, bitte erinnern Sie ihn daran, dass er sich nach Beilstein durchschlagen soll. Beilstein ist der Name von unserem Gut. Und um die Sache für den Gestapo-Banden dann noch glaubhafter zu machen, hat er mir einen Arm in die Schlinge getan. Ich bin so raus und der Gestapo-Beamte war zufrieden, dass also ich wirklich ein Patient war.